Diese Fotografien vom Konzentrationslager Buchenwald fertigte Alfred Stüber im April und Mai des Jahres 1945 an. Er machte die Aufnahmen im Auftrag des Internationalen Lagerkomitees Das befreite Buchenwald. Stüber war Zeuge Jehovas und von Mai 1938 bis zur Befreiung im KZ Buchenwald inhaftiert. Die Befreiung erlebte auch der 15-jährige Thomas Chief als Häftling in Buchenwald. An Orten wie Buchenwald kann man realisieren, was nicht sein darf. Und es ist gut, dass die heutige Gesellschaft sich einen derartigen Ort hält, an dem sie sich erinnern kann, was nicht sein darf. Damit man aber versteht, wie es dazu gekommen ist, was nicht sein darf, muss man in die Gesellschaft selber hineingehen. Und deswegen ist es gut, dass es solche Ausstellungen wie die mit den Zeichnungen von Thomas Schief gibt, fast überall in Sachsen. Gegen das Vergessen. Die Wanderausstellung der François-Maher-Presley-Stiftung für Kunst und Kultur entstand in Zusammenarbeit mit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Sie zeigt eine Kollektion mit 74 Zeichnungen, die in Konzentrations- und Arbeitslagern entstanden sind. Angefertigt hat sie Thomas Chief, ein damals 15 Jahre alter Gefangener. Ebenso sind Fotografien von Alfred Stüber und den Alliierten zu sehen. Die Wanderausstellung gastiert an 13 Orten in Sachsen. Geschichte und Erinnerungskultur ist nie authentisch, ist nie nur eindimensional. Und sie wird über die Jahrzehnte auch immer wieder neu begründet werden müssen und immer wieder neu diskutiert werden müssen. Ich freue mich über dieses neue Projekt der geschichtlichen Auseinandersetzung hier bei uns in Mitteldeutschland. Nach 75 Jahren endet das narrative Erinnern. Wir brauchen andere Formen der Auseinandersetzung, beispielsweise Ausstellungen, Gespräche, Diskussionen. Uns ist wichtig, dass wir aus dieser Geschichte, die so furchtbare Folgen gehabt hat, gerade für das jüdische Volk, aber auch insgesamt für Europa, die richtigen Lehren ziehen. Dass diejenigen, die heute die Geschichte umdeuten wollen, ein klares Nein entgegengesetzt bekommen. Und zwar von uns als aktive Erwachsene und politisch verantwortliche Generation, aber eben auch von den Nachkommenden, von den jungen Leuten. Deswegen danke ich Ihnen für dieses Projekt und freue mich auf die Ergebnisse. Auschwitz, Juni 1943. Ich bin 13 Jahre alt. Selektion. Entscheidung zwischen Leben und Tod. Mein Vater ist in England und kämpft zusammen mit den Alliierten. Von meiner Mutter werde ich getrennt. Sie überlebt die Lagerzeit nicht. Lieblingstante Ruth sagte mir einst, dass es gute und böse Menschen geben würde überall und zu jeder Zeit. Die Zeit des NS-Regimes und seine Verbrechen wirken heute noch nach, auch in Mittelsachsen. Zum Holocaust-Gedenktag treffen sich viele Menschen in unseren Landen an den verschiedenen Denkmälern, Grabstellen zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus. Dies ist auch ein Oederander Fall und so trifft man sich auf dem Friedhof in unserer Stadt an den Gräbern von drei jüdischen Frauen, die bei uns ums Leben gekommen sind. Diese drei jungen Frauen entstammen aus einer großen Reihe von Zwangsarbeiterinnen, ca. 500 davon waren im KZ Flossenbürg, Außenstelle Oederan, hier zu Kriegszeiten zugange und mussten hier ihre Arbeiten verrichten.
Alljährlich an diesem 27. Januar gedenken wir ihrer und verbinden mit diesem Gedenken natürlich den Wunsch daran, dass diese Zeiten nie wiederkommen mögen. Diese Außenstelle des KZ Flossenbürg gab es nicht nur in unserer Stadt, sondern in zahlreichen weiteren Städten, auch in Mittelsachsen. Und aktuell ist es so, dass eine Ausstellung genau diese Städte verbindet, die Ausstellung gegen das Vergessen. Wir haben in Wildreida eine bewegte Vergangenheit und gerade in den letzten Jahren haben wir 2 Publikationen herausgegeben und die Geschichten dazu erforscht. Zum einen die Außenstelle des Konzentrationslagers Flossenbürg hier in Mittweida an der Feldstraße und zum anderen die Publikation über die jüdischen Menschen in unserer Stadt bis 1945. Dabei wurde deutlich, welche Rolle nicht nur die Stadt, sondern insbesondere auch der ein oder andere Bürger in dem Gesamtsystem Nationalsozialismus gespielt hat. Ich freue mich deshalb, dass genau das, die Themen der damaligen Zeit, die Verbrechen und die Gräuel wieder in den Mittelpunkt gerückt werden und dass nach 75 Jahren Kriegsende das nicht in Vergessenheit gerät. Schauen Sie sich die Ausstellung an, es ist mit Sicherheit sehr bewegend. Sklavenarbeit. Man wies mir eine neue Beschäftigung im Baustofflager zu, bei dem größten und langweiligsten Arbeitskommando überhaupt. Es war 1000 Mann stark und setzte sich zum größten Teil aus Neulingen, ungelernten Arbeitern zusammen. Das waren die Arbeitssklaven mit dem geringsten Wert. Selektion. Bald erlebten wir wieder eine von den gefürchteten Auslesen, bei denen Häftlinge, die ihren Herren keinen Profit mehr versprachen, für die Todesfabriken in Birkenau herausgesucht wurden. Die jüdische Geschichte war in Deutschland, in Europa und in der Welt ein wichtiger Teil der Entwicklung der modernen Gesellschaft. Als Jugendlicher habe ich 1968 mit meiner Schulklasse die Gedenkstätte des KZ Buchenwald besucht. Die Vorträge und die Besichtigung haben mich erschüttert und sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Was können Menschen anderen Menschen antun? Nur weil sie einen anderen Glauben haben, eine andere Hautfarbe oder weil ihr Leben nicht mehr lebenswert sei. So etwas darf nie wieder passieren. Denn für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. Meine Familie ist unterschiedlich mit dem Nationalsozialismus in Berührung gekommen. Die einen wurden NSDAP-Mitglieder, die anderen von den Nazis aus ihren Ämtern entfernt. Die deutsche Geschichte interessierte mich schon früh, aufgrund der unterschiedlichen Darstellungen der Zeitzeugen. Als Nervenarzt und ärztlicher Direktor eines alten psychiatrischen Landeskrankenhauses war es mir seit Dienstbeginn 1995 ein Anliegen, mich mit den Krankengeschichten der Opfer aus der NS-Zeit und den grauenhaften Geschehnissen zu beschäftigen. Wir tragen Verantwortung für die Erinnerung an die Täter und ihre Verbrechen. Eine Schande wäre es, dazu zu schweigen. Wir tragen auch Verantwortung für die Weitergabe der Erinnerung. Wir zeigen die Bilder des KZ-Überlebenden Thomas Gebe in der St. Wenzel-Kirche Lommatzsch. Der Ausstellungsort ist bewusst gewählt. Am 29. April 1945 erschossen SS-Leute hier vor den Augen der Einwohner 35 Zwangsarbeiter und ein Kind. Es handelten damals Menschen in Lommatzsch und in den Konzentrationslagern. Über 75 Jahre später ist die Erinnerung daran wichtig, denn heute sind wir Enkel verantwortlich, Demokratie, Frieden und Freiheit zu schützen. Eine Gaskammer. Dann kam eines Tages der Befehl, sie zu liquidieren. Männer, Frauen und Kinder. Mehr und mehr Menschentransporte, unaufhaltsames Fahren in den Bahnhof. Kinder, Frauen, Männer wurden entladen, wie Vieh, nummeriert, umgeben und bedrängt von Uniformierten. Energisch die Stimme des Offiziers am Mikrofon. Meine Blicke schweiften im Scheinwerferlicht, im kalten,
dem alles und jeden Erfassenden. Endlich erblickte ich dich, deine verweinten Augen, dein angeschwollenes Gesicht, dein kurzes Haar. Wir liefen aufeinander zu, stärker als je zuvor umarmten wir uns, erdrückend den Stern, den gelben Stern auf deiner Brust. Die Verse von François Maher Presley sind Teil des gleichnamigen Buches, welches die Ausstellung begleitet. Ebenfalls zu sehen ist dort der Film »Nichts als das Leben« von Dr. Wilhelm Rösing. Hier erzählt Thomas Chief dem 13-jährigen Joshua seine Lebensgeschichte. Chief überlebt Auschwitz und auch Buchenwald, wohin er im Januar 1945 überstellt wurde. Aufklärung ist Abwehr.